Guten Tag hier auf Route 10. Wir befinden uns hier mit der Itemmaschine in der Hand und schreiten hier einfach weiter voran Richtung Rumlexiach. Und hier sind Team Flairrüpel, was auch immer sie hier machen. Du erforschst die Steine und ich erforsche deine Kampftechnik. Okay, wenn du meinst. Rüpelin. Rüpelin und Linnen. Rüpelin und Innen. Binnen-I, voll wichtig. Weil sonst hat das Leben keinen Sinn. Weil wenn Binnen-I fehlt, Kopfnuss-Sinnen, muss man sagen. Schluppuckinnen, Gegnerinnen. Luposinnen, Wartetinnen auf Attackinnen. Luposinnen, Setzinnen, Kopfnussinnen, Eininnen. Genau so schaut die Zukunft unserer Sprache aus. Weil sonst kann sich ja jeder benachteiligt fühlen, wenn man das einfach so nicht gendergerecht aufsagt, ne? Was sagst du dazu? Meine neuesten Forschungsergebnisse bescheinigen dir eine astreine Technik. Yes. Yes. Naja, aber das ist wirklich eine gute Abwechslung, mal in Pokémon-Spielen seinen Protagonisten zu ändern. Das ist wirklich mal eine geile Sache, muss man hier sagen. Besonders wenn man dann mal keinen Bock mehr auf grüne Augen hat, kann man ja Augen auswechseln, einfach so. Und da neue rein. Vor Sehenswürdigkeiten zu kämpfen, kann sich auch als schöne Urlaubserinnerung entpuppen. Entpuppen? Hast ein Pupante oder sowas? Trifft doch. Da kann ich aber Biss einsetzen. Oder habe es verlernen lassen. Nein, ich glaube, ich habe Sandwirbel verlernen, nicht erlernen, sondern verlernen lassen. Nein, habe ich nicht. Dann setze ich hier einfach mal Donnerwelle ein und du bist paralysiert, ne? Und ich habe vergessen, hier wieder etwas umzustellen, nämlich die Animationen. Das darf ich nicht vergessen. Das passiert mir jedes Mal. Jedes Mal, nachdem ich längere Zeit nicht mehr aufgenommen habe. Jedes Mal, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, Shiro, jetzt kannst du mal zeigen, was du hier drauf hast. Bodycheck und vernichte dieses Driftlohn. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jo, gut gemacht. Gut gemacht, du kleines Urzeitviech. Ich hab doch gestreichelt, ey. Shiro. Apropos streicheln, voll vergessen. Pokémon an mir nicht vergessen. Ja, wen knuddeln wir heute? Ich würde sagen, zuerst Airwyrm und dann ein anderes Viech. Weil ich habe jetzt Bock auf mein kleines süßes Molga. Iso sehr Hippotatas. Hippotatatas. Das kann ruhig da drinnen bleiben. Ich werde es vernichten. Sandsturm. Hol dein Viech wieder in dein Bucket. Da rein. Was denkst du dir eigentlich dabei, jetzt die ganze Umgebung zu verwüsten? Also wirklich, manche, die denken einfach nicht nach. Ja, Shiro hat da auch zurückgeschaut und meint, ja, da hast du recht, Alter. Ja, gut gemacht. Ja. Übrigens, Shiro, nur für die es die ist interessiert, also jeden, möchte es nicht, dass man ihm am Hals knuddelt. Pachirisu. Das arme Pachirisu. Warum es arm ist? Einfach, weil es aus der 5. Gen nicht ist, sondern aus der 4. Gen. Und ich da schon mein Elektro-Pokémon habe. Nämlich Luxtra. Und Shinux. Ne? Deswegen hat es keine Chance, Pachirisu. Du hast keine Chance. Autsch. Lass mich doch in Ruhe. So, gut gemacht, yes, One-Hit. Du hast dein eigenes Viech gewone-hittet, kann man sagen, ne? Gut gemacht, du Frau. Mit deinem Entpuppen und so. Yes, sie steigen alle vom Level her. Vor Sehenswürdigkeiten zu verlieren, kann sich als lebenslanges Trauma entpuppen. Was hast du mit deinem Entpuppen? Dein Lieblingswort, wie es ausschaut. Naja, ist auch wurscht. So, dann wechseln wir vielleicht wieder aus. Ja, Guru. Sei denn, es kommt jetzt irgendein Unlichtviech daher, dann. Na, obwohl, ich hab da ja was dagegen. Aber egal, wir sind in der nächsten Stadt.
So, dann gehen wir zuerst mal mit dem Itemradar schon wieder in der Hand in das Pokémon Center. Deal or no deal? So. Nee. Erste Mal gegen die Wand rennen. Sonst nicht Wand, sondern Wind. So heißt das Wort seit neuestem. Ich muss es ja wissen. Ich studiere ja Grundschullehramt. Und da muss man ja den Kindern Deutsch näher bringen. Und das haben wir heute gelernt. Dass es Wend heißt und nicht Wand. Nein, übrigens, das war nur Scheiße, was ich gelabert habe. Dass Steine sowohl Wind als auch Wetter trotzen und ihre Gestalt dabei nahezu nicht verändern, boy, nehmen viele zum Anlass, sie zu zeitlosen Sinnbildern der Ewigkeit zu verherrlichen, denen eine geheimnisvolle Kraft innewohnt. Bist ein bisschen euphorisch, was das angeht. Wenn es deinen geliebten Pokémon ein wenig an Initiative fehlt, schafft das hier sicher Abhilfe. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Wenn ich an meine Beta denke, das kann gut sein. Hallo? Nanu, bist du etwa auch wegen der Steine hier? Ich habe ein bisschen zu viel Spucke in meinem Mund. Ist voll interessant, ich weiß. Vielleicht helfen deren Kräfte ihr dein Pokémon ebenfalls auf die Sprünge. Irgendwie sind die alle hier ein bisschen euphorisch, finde ich. Zumindest was die Ausdruckskraft betrifft. So, brauche ich hier irgendwas? Wie schaut's denn... Nee, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal nachzugucken. Ich wollte eigentlich schauen, wie schaut's denn aus mit Superschutz und Schutz und alles drum und dran. Besonders, weil ja demnächst eine Höhle auf uns wartet. Ja, Grumlexia, die Stadt der Steine! Okay, wenn du meinst. Sehr sinnvoll jetzt. Jetzt hat mein Leben einen Sinn. Ich wollte erst sagen, jetzt hat mein Sinn ein Leben. Das kann es natürlich auch sein. Wer weiß. Die Musik war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Hallo, Frau. Du musst ein echter Weltenbobbler sein, wenn du extra wegen der Steine angereist bist. Warum redest du, als würde dir jemand in den Hintern bohren? Man weiß nicht. Nichts als Steine, sagst du. Pastuto, Porzopor, Arschloch. Das verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht, um nicht zu stark von den Steinen abzulenken. Stein oder Nichtstein? Ja, das habe ich schon mal gehört. So, was gibt's denn hier drinnen? Ja. Hat auch was, so ein Holzgebilde. Ja. So, und auch die Decken, die sind so braun, ne? Ne, Lady, kann ich dich eigentlich so ansprechen hier irgendwie? Nee. Ich kann hier nur auf den Hintern starren, wie es ausschaut. Oh, obwohl, ich schaue eher auf die Pflanze da. Auf das Bäumchen. Naja. Aus unerfindlichen Gründen hat mir jetzt gerade ein Junge auf den Popo geschaut. Naja. Pokémon entwickeln sich nicht, solange sie einen Ewigstein tragen, wusstest du das schon? Da ich jede Menge dieser Steine habe, werde ich dir auch einen abgeben. Zwinker. Okay. Obwohl irgendein Zusammenhang zwischen Pokémon und bestimmten Steinen besteht. Denk mal darüber nach, Junge. Okay, wenn du meinst. Ja, die Geschichte dieser Gegend soll bis weit in die graue Vorzeit reichen. Die Fremdenführerin, die im Hotel sein sollte, hat sich sicher schon allerlei Details bereit für dich. Okay, wenn du meinst. Wenn du meinst, so. Geschenke auspacken, hurra! So. Jetzt hat mein Leben einen Sinn. Ich sollte aufhören, das zu sagen. So, ist da noch irgendwas? Was macht ihr denn hier? Habt ihr ein Leben hier? Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Grumlexia führen. Lino, der Arenaleiter von Reliviera City, stellt derzeit Nachforschungen über den Steinen an, aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Das ist natürlich ein Grund, dass ihr hier steht, ne? Boah, diese Steine müssen das Werk einer außerirdischen Lebensform sein. Illuminati confirmed. Okay.
Niemand kann sagen, welche Theorie stimmt. Unsere Welt ist voll von Riteln. Okay. Ich habe auf meinen Screen gespuckt, ey. So viele Steine. Und dieser Kreuz ist auf Mauer. Schon beeindruckend. Und die Leute vor 30.000, nicht, sondern 3.000 Jahren, konnten vielleicht Berge, keine Berge versetzen, aber dafür große Steine. Ja. Jetzt verstehe ich schon langsam, warum ihr so verrückt seid und hier den Weg versperrt. Beziehungsweise, warum keiner durchkommen kann. So, dann schießen wir einfach so ein Foto. Hallo, du Kauz. Tagchen, willst ein Foto machen? Dann passende Hintergrund und so. So. Ich bin halt ein bisschen besoffen, ey. Deswegen... Na, das sind mal... Eigentlich wollte ich jetzt gerade was Doofes machen, aber das passt natürlich auch. Ja, kann man da vielleicht noch irgendetwas ändern? Irgendetwas? Nee, das ist perfekt. So, vielleicht... ich muss es irgendwie speziell machen, die Fotos hier. Sonst ist es ja viel zu langweilig, ey. So. Nein, auf A... Auf R ist es. So. Nee, jetzt ist es ein bisschen egal. Das ist perfekt. Das Foto ist perfekt, ey. Man kann es nicht besser machen. Ist gut geworden, was? Gib mir was zum Trinken. Vielleicht Geld? Ich würde auch Geld trinken. Deswegen Trinkgeld. Boah, manchmal bin ich doch extrem lustig. Findet ihr nicht? Also ich finde schon. So, ist da irgendetwas? Ja, du hast ja gerade gesehen, dass hier ein Ball ist. Ein Timerball. Und da unten ist einfach so ein Kürem. Will es sich zu Pikachu gesellen? Nein. Aber dafür ein Pokémon, das vierfach schwach gegen Pikachu ist, oder? Weil es Sinn ergibt, natürlich. So. Hallo, ich bin da. Und jetzt kommt noch so ein Zekrom, so heißt es. Wuff, wuff. Hallo. Dein Psiaugon hat es mir auch angetan. Ich stehle es dir heute in Nacht. Ich bin immer froh, Leuten zu begegnen, denen die gleichen Pokémon gefallen wie mir. Andererseits frage ich mich aber auch immer, was in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die andere Pokémon mögen als ich. Die sind doch voll bescheuert, ey. Okay. Hallo. Okay. Hast du vielleicht Angst vor diesem Wuff-Wuff? Das weiß ich nicht. Irgendwie kann ich nicht ausmachen, was das alles soll. Oh mein Gott! Verbeugt euch vor Gott! Oh, heiliges Arceus. Arceus, wie man dich auch ausspricht. So. Arbeit kann weitergehen. Dafür muss immer Zeit sein. So, hallo, du da. Schau mal, wie hervorragend ich Pokébälle umgehen kann, hey! Okay. Dann noch viel Spaß mit deinen Bällen. So, hier müsste wieder Mr. Nanda Mitter sein. Hey, ich bin nicht Mr. irgendwie so, sondern Mr. Warum habe ich schon wieder auf A gedrückt? Das gibt es doch nicht. Dann muss ich jetzt erstmal mein Bein hochlegen. Oh, das ist schon angenehm. Wenn ich mal bedenke, man könnte auch Stühle haben, die da daneben solche Stützen, so Lehnen. Stützen, wie man auch das sagt, wo man die Arme so stützen kann. Habe ich schon Stützen gesagt? Aber hier mit meinem Gymnastikball, das ist perfekt, perfekte Sitzgelegenheit, kann ich euch nur sagen. So ein Gymnastikball, so ein etwas größerer, das ist perfekt. Man kann mit dem Hintern reisen, es macht nichts aus. Und man hat hier Freiheit. So, mit dir habe ich noch nicht geredet, oder? Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee, der Wohlfühloase im Herzen Grumbleck. Ja, ja. Und woher kommst du? Ah, also ist es ja von so weit her. Dann freue ich mich umso mehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Okay, freut mich auch. Dann gehe ich mal wieder. Ich bin schon längst weg, aber ich gehe immer noch mal wieder. So, hallo. Von diesem uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzt. Und ich hätte, weil ich meinen Fuß da etwas verbogen habe,
fast einen Krampf im Fuß bekommen und das wäre nicht so toll. So, was machst du hier? Hast du auch mal einen Krampf im Fuß bekommen? Das ist nicht so toll. Ich reise aus dem Jahre, während wir zwei Besuche eines Mannes nach einem Pokémon. Diese Geschichte ist mir zu Ohren gekommen, doch so recht kann ich es nicht glauben. Okay. Gibt es eigentlich mal im Abfalleimer wieder etwas? Ich glaube ja nicht. Was ziemlich blöde ist. So, gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Immer systematisch alles abklappern, ne? Das bin ich. So, Grumlexia, glaube ich. Können wir noch lesen? Ja, Grumlexia, wo stumm die Steine Bände sprechen. Okay, da müssen wir wohl darauf gehen. Los. Ich find's auch irgendwie so lol, wie die Pokémon da unten herum. Mann, so niedlich, ne? Wusch, wusch, wusch. Oder wenn man mit dem Fahrrad herumfährt. Oder wenn man so eine Ledge runterspringt, so eine... Mir fällt das Wort, das Deutsche nicht ein. Dann springen sie auch so in die Luft. Das finde ich voll lol und so. So, hallo. Na, jetzt spitz mal deine Lauscher, ey. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Warum ich dir das erkläre? Keine Ahnung, wir sind einfach deppert im Kopf. Denn Allah nicht, sondern dann wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt dem Sieg davon tragen. Okay. Ich wollte gerade nachgehen, aber dann kamst du und musst mich voll ablenken, ey. Hast du Team Flair gesehen, Sebi? Warum hat man hier eigentlich die Möglichkeit? Nein, habe ich nicht. Ja, natürlich. Ja, schon, aber... Aber was? Also ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Du wolltest ihn gerade nachgehen, aber ich habe dich gestört. Naja, du warst schuld. Der Schuft kann sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter. Bei Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Und dann geht's einfach wieder. So, hätte man das nicht hier machen können? Weil dann hat man ja gesehen, obwohl man hier eindeutig sieht, dass es hier weitergeht, dass es nicht weitergeht, ne? Aber hier, wir gehen denen nicht mal nach, aber... Boah. Pech gehabt. So, jetzt bist du hier. Hallo. Kann ich endlich mit dir sprechen? Hey, du, schau einfach mal im Hotel vorbei, wenn du mehr über die Steine wissen möchtest. Alter, schick mich doch nicht hier hin und her. Ich möchte doch alles hier 100% abgeschlossen haben. So, Frau, wo bist denn jetzt? Achso, ich glaube, die erzählt uns eine Story, oder? Du hast doch auch diese riesigen Steine auf Route 10 gesehen, nicht wahr? Einige der größeren messen sage und schreibe 10 Meter. Auf nur 1 Kilometer ragen Hunderte von ihnen gen Himmel. Um diese Steine aufzustellen, haben die Leute damals bestimmt die Hilfe unzähliger Pokémon benötigt. Zu welchem Zwecke dies allerdings geschah, bleibt auch weiterhin schleierhaft. Theorien gibt es natürlich wie Sand am Meer. Es sei denn, es ist ein Stand aus... Mir fällt nichts Lustiges ein. Einige halten sie für Grabstätten aus dem Altertum, die zu Ehren bedeutender Krieger geführt, nicht sondern errichtet wurden, während andere in ihnen Denkmäler zu Ehren angesehener Sippen sehen. Wieder andere halten sie gar für rituelle Relikte, die mit dem Ursprung des Lebens in Verbindung stehen. Für mich persönlich handelt es sich dabei ja eher um eine Art Kalender. Yes, Kalender. Das sieht man doch oft in Dokumentationen. Alte Kulturen, die Objekte wie Steine aufreiten, um die Bewegungen der Gestirne zu erforschen. Eins ist jedoch gewiss schon gar. Und zwar, dass uns diese Steine noch jede Menge Rätsel aufgeben. Manche glauben sogar, dass ihnen eine besondere Kraft innewohnt. Sollte dem so sein, kann man nur hoffen,
dass es sich um wohlwollende Kräfte handelt, die über uns und die Pokémon wachen und nur unser Bestes im Sinn haben. Ach, wo wir gerade dabei sind, im benachbarten Yantara City gibt es mehr dieser rätselhaften Steine. Okay, wenn du meinst. Dann wissen wir jetzt auch unser nächstes Ziel, wie es ausschaut. Nur ist der Part wieder beendet. Ja, Stalos, sorry, aber ich muss jetzt den Part beenden. Du kannst eh offscreen hier weiter diskutieren mit dem Kangama und vielleicht mit dem Glurak. Oder, Glurak, hast du auch Bock oder sagst du nee? Okay, Glurak hat auch Bock. So, dann öffnen wir hier noch... Von Tommy war da ein Pokémon dabei. Oh mein Gott. Vielleicht auch von den anderen, da muss ich mal mehr drauf achten. Nee, 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 nee. So, dann, meine Leute, würde ich sagen, auf die nächste Route geht es im nächsten Part. Oder so. Ciao.